Kapitel 11.3 Religion als Verfall. Das islamische Konzept der Religion und ihrer Entwicklung ist exakt das Gegenteil von dem eben dargestellten. Es stellt einen Prozess der Degeneration und Regeneration dar und keine Evolution. Der Mensch begann als Monotheist, jedoch geriet er im Laufe der Zeit an verschiedene Formen des Polytheismus. Manchmal ein Zweigottglaube, manchmal ein Dreigottglaube und manchmal Pantheismus. Propheten wurden von Allah zu allen Völkern und Stämmen der Erde geschickt, um sie wieder zum rechten Pfad des Monotheismus zu leiten. Jedoch gingen die Menschen im Laufe der Zeit irre und die Lehren der Propheten wurden entweder geändert oder gingen verloren. Der Beweis dafür ist, dass alle sogenannten primitiven Stämme, die bis jetzt gefunden wurden, an ein höchstes Wesen glauben. Egal in welcher Stufe der religiösen Entwicklung sie sich auch gemäß der Evolutionstheorie befinden mögen, die meisten glauben an einen höchsten Gott, der über allen anderen Göttern und Geistern steht. Von Itzamna, dem Schöpfergott der zentralamerikanischen Maya, bis Gewo, dem Schöpfer des Universums und der Geister aus Sierra Leone, und vom hinduistischen Brahman, dem undefiniert Absoluten, bis Marduk, dem antiken Stadtgott Babylons und höchsten Gott des Pantheons, in all diesen Fällen kann man eindeutig von einem höchsten Wesen sprechen. Sogar im Zweigottglauben der Parsen ist Ahura Mazda, der Gott des Guten, größer als Angra Manyu. Am Tag des jüngsten Gerichts besiegt in ihrem Glauben Ahura Mazda den Angra Manyu. Daher ist Ahura Mazda in Wirklichkeit ihr höchster Gott. Nach dem Evolutionsmodell dürfte dies eigentlich nicht der Fall sein, da der Glaube an ein höchstes Wesen sich angeblich aus dem beschränkten Polytheismus entwickelte und somit nicht gleichzeitig mit dem Animismus existieren kann. Jedoch verbleibt in den meisten Religionen das Konzept eines höchsten Wesens als Beweis, dass die Massen von den monotheistischen Lehren der Propheten abwichen, indem sie Allahs Attribute anderen Erscheinungen der Schöpfung zuschrieben, die man in manchen Fällen als kleinere Götter und in anderen als Vermittler betrachtete. Einen anderen Beweis für die Richtigkeit des Verfallsmodells kann man in dem historischen Übergang des monotheistischen Judentums in das polytheistische Christentum vorfinden. Der Monotheismus, wie er vom Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, gelehrt wurde, entartete in der Sicht jener, die Jesus zwar nicht als Gott den Vater, jedoch als einen geschaffenen, heiligen Sohn ansahen, zuerst in einen Zweigott glauben. Dies war auch unter den Griechen der Fall, die Jesus als den Logos ausmachten, der sich in den Philosophien von Anaxagoras bis Aristoteles fand. Später entwickelte sich daraus unter den Römern, die das trinitarische Konzept offiziell sanktionierten, ein Dreigottglaube. Schließlich wurde diese Trinität in der römisch-katholischen Kirche zu einem ausgefeilten Polytheismus, wobei Maria und einer ganzen Reihe von anderen sogenannten Heiligen die Macht zu vermitteln und zu beschützen zugeschrieben wurde. Ähnliches finden wir auch, wenn wir die reine und endgültige Botschaft des Islam anschauen, so wie sie vom letzten Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, überbracht worden ist, und sie mit den Glaubensvorstellungen vieler heutiger Muslime vergleichen. Auch hier fand ein Verfall im Glauben und in den religiösen Praktiken statt, und der reine Monotheismus des frühen Islam degenerierte mit der Zeit. In den verschiedenen aufkommenden Sekten wurden Allahs Eigenschaften dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, seinen Nachfahren und auch frommen und nicht frommen Personen, die von späteren Generationen als Heilige angesehen wurden, verliehen. Das darwinistische Konzept der biologischen Evolution behauptet, dass alle heutigen Lebensformen aus einem Einzeller entstanden sind. Diese einfachen Lebensformen entwickelten sich später durch den Überlebenskampf zu komplexeren Formen. Falls man diese Theorie direkt auf die Entwicklung von Religion anwendet, so würde sie in Wirklichkeit das Verfallsmodell unterstützen, welches darlegt,
dass die Religion in ihrer einfachsten Form, dem Monotheismus, begann, aber im Laufe der Zeit zu den komplexeren Formen des Polytheismus auswuchs und somit ihre Einfachheit verlor. Zweigottglaube, Dreigottglaube, Polytheismus und Pantheismus traten somit in Abhängigkeit von den vorherrschenden sozioökonomischen Bedingungen der verschiedenen Orte auf.